Ich persönlich bin First Academic. Ja, in meiner Familie gab es niemanden, der oder die mal irgendwie an einer weiterführenden Hochschule oder Universität ja, ausgebildet oder wie auch immer wurde. Ich bin Ossi, komme aus dem tiefsten Erzgebirge und insofern war das sozusagen für mich auch eine ganz andere soziale Welt, auf die ich da irgendwie geprallt bin. Ich hatte eine ganz frühe Proseminararbeit, eine Arbeit geschrieben über Ernst Jandl, einen Autor, der mich damals auch heute noch sehr beeindruckt hat und beeindruckt, der eben mit seinem dadaistischen Wortspielereien so unglaublich charakteristische Spracharbeit macht. Und ich habe in einer Hausarbeit darüber geschrieben und in diesem Hausarbeit habe ich das Wort Wirrwarr benutzt, wissend, dass das Wort Wirrwarr eigentlich kein so wissenschaftliches, technisches Wort ist. Und mir ist irgendwann aufgefallen, hier spricht ja gar niemand Ostdeutsch. Ja? Das ist wirklich, man muss sich das mal angucken. Es ist wirklich erstaunlich, selbst wenn man an Universitäten auch sozusagen in den neuen Bundesländern ist, dass man da sehr viele Leute spricht, die irgendwie so ein komisches Wissenschaftshochdeutsch sprechen. Und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Es war nämlich damals die Zeit, in der hat man Hausarbeiten noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Und ich wollte unbedingt das Wort Wirrwarr ein bisschen wirr darstellen und habe, weil man Wirrwarr ja mit das Wirre mit zwei R schreibt, das zweite R auf den Kopf gestellt. Mit der Schreibmaschine heißt das, dass man das Blatt rausnehmen muss, es umdrehen muss, es genau an die richtige Stelle machen muss und dann das R richtig tippen muss, sodass es genau sitzt. Hat mir viel Arbeit gekostet und ich war sehr stolz auf mein wirres Wirrwarr, was ich da in dieser Hausarbeit drin hatte. Das ist natürlich aber, wenn man das sozusagen mal dreht, natürlich auch eine Herausforderung. Ja? Also wenn man eben zum Beispiel einen steigenden Dialekt spricht oder wenn man nicht Deutsch als Muttersprache hat oder, dann ist man natürlich auch immer damit konfrontiert, dass man sich irgendwie in dieses komische Wissenschaftssystem auch einpassen muss. Ja. Und ich hatte einen Dozenten, den ich sehr, sehr geschätzt habe und den ich auch noch heute schätze, einer meiner wichtigsten Lehrer, der sich über viele Dinge in dieser Hausarbeit gefreut hat und da einfach das unterkringelt hat und ein Fragezeichen an den Rand gestellt hat. Das heißt, ich habe gemerkt, der versteht das nicht. Das ist dann natürlich in anderer Weise auch folgenreich, ja? Also weil man natürlich auch feststellt, dass Wissenschaft und dann eben auch vermittelt über sowas wie Textproduktion auch ja eigentlich ein gesellschaftliches System ist, was ausschließt, was exkludiert, was eben bestimmte Menschen auch dann irgendwie rauswirft, bestimmte Positionen rauswirft, weil die eben nicht in dieser einfachen Art und Weise formulierbar sind. Also ich mache mir so viel Arbeit, weil es war ja auch konzeptuell gemeint. Es war nicht nur so, dass ich dachte, ich mache einen Scherz, sondern es war ein Scherz mit Theorie hintendran. Und es ging um die Arbitrarität der Zeichen und wie man Jandl mit Dekonstruktion und Strukturalismus gleichzeitig zusammenbringen kann. Und ich dachte, in diesem Umdrehen des Rs habe ich das alles drin. Und es ist verpufft. Ja, und das fand ich interessant, dass das verpufft, weil ich viel zu sehr von ganz vielen Vorannahmen ausgegangen bin, die man mitlesen muss, um diesen intellektuellen Scherz zu kapieren. Na, da kommen wir wieder so ein bisschen dahin, auch sich sozusagen, also was bringe ich als Autor oder als Autorin ein in den Text, um das eben zum Beispiel zu Beginn von so einer Hausarbeit auch durchaus mal hinzuschreiben. Also ich argumentiere hier aus der Perspektive von einer First Academic finde vor dem Hintergrund zum Beispiel den Stand der Forschung auch problematisch, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass zum Beispiel meine Position oder meine Positionalität darin auch irgendwie abgebildet ist. Also habe ich gemerkt, es gibt Dinge, die sind im Schreiben eigentlich nur für einen selber interessant. Und entscheidend war für mich, dass ich weiter an solchen Dingen festgehalten habe. Das ist nämlich nicht schlimm, wenn Sachen nur für einen selber interessant sind. Manchmal spricht man beim Schreiben nur zu sich selbst.